Jojojo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf dem Bob Nation Kanal. Wir testen heute mal die Reichweite oder besser gesagt die Akkukapazität, wie weit ich gekommen bin, in was für einer Zeit auf dem Ackerbetrieb, weil das hängt extrem davon ab, ob man im Acker unterwegs ist, ob man im Gelände unterwegs ist oder vielleicht sogar auf der Straße. Auf der Straße habe ich es by the way noch nie getestet. Kommt aber demnächst dann auch mal ein Testle. Aber heute geht es mal um den Ackerbetrieb. Kurz vorab, an dem gleichen Wochenende war ich noch mit 5 Leuten fahren, die auch alle eine Suron hatten. Alle komplett unterschiedlich, andere sind anders getuned gewesen. Es war verrückt auf jeden Fall. Meine war mit dem Torp-Controller allein ausgestattet. Die einfachste, würde ich jetzt mal sagen. Mit am wenigsten Leistung. Und ja, es war einfach nur genial. Wir hatten Stürze dabei. Mich hat es komplett aufs Maul gehauen. Mein Heck ist auch kaputt. Wird in einem anderen Video auf jeden Fall noch erklärt werden. Und wir hatten Wheelie-Face und ich habe alles schön auf Kamera. Das hat mich richtig gefreut. Deswegen, falls ihr das Video nicht verpassen wollt, checkt unbedingt nächste Woche Mittwoch das neue Video aus. Das wird richtig genial werden. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Starten wir mal in das Video hinein. Wie gesagt, ich bin mit 100% gestartet und haben dann einfach unsere Runden gedreht. Ich habe ein paar Wheelies gemacht. Wir haben auch ein paar Beschleunigungsrennen gemacht. Und ich würde sagen, bis 50 km/h kann ich da gut mithalten. Ab dem Zeitpunkt ist es dann einfach, ja, da geht dann die Leistung flöten bei mir. Mit einem anderen Akku würde das nochmal ganz anders aussehen. Aber ich sage euch wirklich, der Torp-Controller ändert wirklich an dem Bike enorm viel. Und den kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Das ist ein richtig geiles Teil. Ja, wie ist denn das Fahrverhalten von der Suron im Ackerbetrieb? Ja, du hast ja diese dünneren Reifen. Ich habe ja auch diese Stollenbereifung oben. Ich muss sagen, die ist wirklich sehr, sehr gut. Die Dünne der Reifen macht natürlich gerade in den Kurvenverhältnissen schon einiges aus. Man hat öfters mal so den Moment, wo man denkt, so, jetzt könnte ich gleich ausrutschen, gerade übers Vorderrad oder sowas. Vielleicht liegt es aber auch an mir, dass ich da einfach noch nicht so die Erfahrung gesammelt habe. Aber man merkt auf jeden Fall, in den Kurven ist man sehr, sehr wendig unterwegs. Klar, auf dem Acker ist es nochmal ein anderes Ding wie im Gelände, aber dazu im nächsten Video. Ich habe bei dem Controller alles auf Volllast gestellt und die Rekuperation auf 0. Deswegen keine Motorbremswirkung, keine Rückkopplung oder keine Energiegewinnung, wenn ich das Gas wegnehme. Es werden auch auf jeden Fall Videos kommen, noch zum Torp-Controller, weil die App richtig viel Einstellungsmöglichkeiten hat und das ist auf jeden Fall wert, ein eigenes Video dazu zu machen. Muss ich dann auf jeden Fall auch noch machen, aber ja, dazu in einem anderen Video. Genau, wir sind jetzt also eine Stunde lang gefahren, also mehr als eine Stunde. Und ich hatte nach dieser Stunde noch 44% Akku. Meines Wissens würde ab 30% die Suron die Leistung ein bisschen drosseln. Bei 30% ist es noch nicht so extrem. Ab 10% wird es dann deutlich langsamer. Aber so weit bin ich noch nicht gekommen. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich glaube, ich hatte noch fast keine Fahrt, wo ich von 100% gestartet bin und dann auf 10% runter bin. Aber du kannst auf dem Acker auf jeden Fall die Batterie runterheizen in 1,5 Stunden und dann ist sie, glaube ich, schätze ich mal, schon auf 10%. Oder du kannst im Gelände fahren und dann bist du über 3 Stunden unterwegs. Ich hoffe, euch hat der kleine Talk gefallen und seid auf jeden Fall gespannt auf das nächste Video, das kommen wird. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüssle. Der war richtig gut. Lecco mio. Nice. Komplett rausbeschleunigen. Wow.
Bin ich fahren oder was? Das war mir klar. Ein Elektrobike kann niemand widerstehen.